Okay, 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der dritten und letzten Runde unserer Mini-Mini-Season mit J-Zep. Oh Gott. Peter, Lena und Felix. Dumm. Hallo. Heute sind wir in Sandfort. Hä, wieso ist die Karre so langsam? Finale der Mini-Season. Letzte Strecke. Letzte Chance, überhaupt Punkte zu sammeln. Giovinazzi führt. Mit 43 Punkten aktuell an, diese Mini-Season. Und der Rest von uns ist bei 0 Punkten, außer Felix. Der hat welche. Oh shit, ich muss ja schalten. Ich hab's ja umgestellt und ich fahre die ganze Zeit im achten Gang. Das fällt dir jetzt auf. Ich bin auch gerade verwirrt. Und ich denk die ganze Zeit, wieso hab ich so wenig Power? Warum beschleunigt der denn so wenig? Ich denk die ganze Zeit, ich sag die Einführungsrunde. Sepp fährt sehr spritsparend, das finde ich sehr lobenswert. Oh, scheiße, ey. Wie maximal los kann man denn bitte sein? Warte. Oh, ich glaube, ich muss halt gleich wieder umstellen. Ich glaube, ich kriege das noch nicht auf die Kette. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Als wenn du zu lange Automatik gefahren bist. Fuck, da war ein bisschen Sand im Getriebe. Ja, ich war auch. Bin auch nicht zufrieden. Aber eigentlich ist okay. Ja. Ja, ist mal okay. Für die allererste Runde jetzt hier. Waren wir schon unterirdisch. Kann man drauf aufbauen. Aber gut für die Umwelt. Oha! Ich bin nur P16. Ach, bin ich da? Oh scheiße, da bin ich wahrscheinlich auch ganz hinten, ne? Vettel! Woo! Von wem? Guter Mann! Ah, ganz knapp hinter Peter. Lena hat uns schon gewarnt, dass die KI hier sehr stark ist auf Sandfort. Wir haben im Vergleich zum letzten Rennen nichts geändert. Wir haben sie auf 75 gelassen. Und wir sehen direkt, dass sie hier deutlich schneller ist. Das ist aber auch ärgerlich, wenn man nur eine halbe Sekunde langsamer ist, als der Erste und 16. ist. Dann ist Felix 16., Lena 17., dann Jay 18., Peter 19. Aber die Abstände sind so eng wegen gleicher Fahrzeugperformance. Ja. Ja, aber da ist noch alles drin. Ja, klar. Würde ich auch sagen, alles möglich. Punkte sind drin. Sandfort wird bestimmt ein geiles Rennen dieses Jahr. Oh ja, aber Hamilton weiß nicht, ob der da einreisen sollte. Ja, das ist echt eine sehr gute Frage. Meinst du, die brennen ihm seinen Truck da ab, oder was? Möglich ist es. Fände ich schon ganz schön assi von den Holländern. Ja, was man da nach dem Crash so alles gelesen hat gegenüber Hamilton, sind ein paar Leute, glaube ich, sehr unzufrieden. Das ist halt dumm. Yep. Also, dass sie unzufrieden sind. Man muss nicht da jemanden dumm, als Mensch sehen und nicht als, keine Ahnung, Hautfarbe. Das ist halt einfach krank. Ja, das ist halt krank. Wieso bewegen sich eure Autos eigentlich? Das finde ich ein bisschen strange. Ja, die zucken so ein bisschen. Ja, ne? Kriege ich den Lenkradschlag gleich eigentlich nochmal irgendwann ab aus Versehen? Nee. Nur bei Quali. Ja, warte mal, da war ja was. Versuche einmal in jeden Gang zu schalten. Wir müssen war das Start losfahren? Dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf. Ja, ich bin vor dir. Tom oder Lena, ey, nicht reinfahren, ja? Lena, was hast du jetzt so für Telemit, für Bremskrafteinstellungen und so? Ich hab. Und Differential? 57,65. Hast du einfach immer das Gleiche? Ja. Ja, das sitzt wahrscheinlich irgendwo bei. Oh. Das ist keine Störungen. Das Wetter sieht aus. Ich bin disqualifiziert. Achso, Felix ist gerade. Das ist auch eine kleine Störung. Oh Mann, der war so langsam. Meine Schuld war es diesmal nicht. Aber du bist fast nämlich hinten rein. Na, ich bin extra links ausgewichen. Alter, die Kurve ist voll schwierig. Ist voll geil. Ja, aber ich bremse zu spät offensichtlich und dann verpasse ich den Apex. Max ist 14. Ach du Scheiße. Ja, Druck der Homecrowd. Oh, aber 13. ist Hamilton, ist gut. Ja, Angst vor der holländischen Crowd. Ich wärme schon mal meinen Startplatz vorher. Toll. Was machen die denn alle hier? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Jay ist einfach vorbeigezogen. Was? Ich wollte mal testen, wie der überholen so geht. Ich fahr doch immer safe. Da kommen sie an. Schön, dass ihr auch mal da seid. Ich hab jetzt einfach nur 5 Minuten tschüss, gewartet. Lena und Peter. War gut. Jetzt überhole ich euch. Wo bin ich in Lena drin? Das ist in mir, ja.
All die Autos vor uns können wir schon mal merken, die überholen wir nämlich gleich. Angefangen mit Giovinazzi. Oh yo, der ist sogar der Führende in der Meisterschaft hier. Verstappen. Stimmt, warum ist der nur 15. Ja, das macht es nochmal spannend da vorne. Dann hast du bis dahin aber hinten reingefahren, der arme Junge. Warum ist gelb? Es ist dauerhaft gelb. Oh nein. Hä, was ist das denn für ein Bug? Er ist weg. Er ist voll langsam. Startgott. Echt langsam. Nein, ich kann einfach nicht starten im Spiel. Ich kann es nicht einschätzen, es ruckelt. Felix, tut mir leid, ich habe deinen Hinterreifen ein bisschen geknutscht. Alles gut, warum ruckelt das so? Ah. Eine Frage. Nein! Aber was machen die denn hier? Felix ist schräg. Nein! Es geht auch um die Meisterschaft! Giovinazzi und ich, Alter! Als ob du einfach den armen Giovinazzi abgeschossen hast! Ja, wir haben uns den Platz wieder hergeben? Ach komm! Ja, what the fuck! Okay. Oh Peter, nein! Oh shit, tut mir leid, aber... Oh Gott! Da unerwartet, dass du da langsam bist. Oh Gott, Sepp! Oh mein Gott! Ja, ich bin durchsichtig, Felix, alles gut. Ja, das war jetzt natürlich scheiße. Oh, da musst du einen durchlassen, oder was? Warum? Ich musste einen durchlassen, genau. Fahrt euch, und dann ist Verstappen hinten reingefahren. Oh mein Gott! Warum hab ich kann wieder nicht auf die Strecke, was ist denn hier los? Ach komm, ey, ich könnte kotzen. Das kann doch nicht sein. Ich bin da so gut durchgekommen. Und dann so eine Scheiße, willst du mich verarschen? Ich hatte auch einen göttlichen Start und dann so eine Scheiße, genau. Bei mir hat alles geruckelt beim Start. Das war bei keinem anderen Rennen so. Boah, Verstappen hat einen zugemacht! Verstappen ist komplett langsam, keine Ahnung, was bei ihm los ist. Ich hatte auch harte Reifen. Warte mal, habe ich keinen Flügel mehr? Wo drehe ich mich denn so krass? Oh ja, brennende Reifen. Junge, immer Startziel ruckelt's bei mir, glaube ich. 150 was ist hier los, meine Stentat. Komm, Jay, wir gehen jetzt nach vorne hier zusammen. Okay. Ja, wir holen jetzt die Punkte. Und dann ziehen wir uns mal gegenseitig der S, ne? Also. Ja, okay. Soll ich dich jetzt einfach vorbeilassen oder was? Dann bleib doch einfach hinter mir. Kann doch keiner erzählen hier jetzt, dass ich klarkomme. Ich muss in die Punkte kommen. Ich muss meine Position verteidigen. Ich kann diese Kurve nicht. Prozent habe ich jetzt hinten. 7. Okay. Ich habe bei jeder engen Rechtskurve Angst, dass ich mit meinem Mittelfinger irgendwo gegen das Lenkrad hau. So eine Scheiße. Du lebst aber auch am Limit. Das ist bitter, wenn in der ersten Runde schon dein Rennen gelaufen ist. Ja, Quatsch, Safety Car könnte noch kommen. Und wie kriege ich einen Safety Car her? Ah, ich bin durchsichtig. Du musst eigentlich nur in die Wand fahren. Da komme ich ja nicht mehr nach vorne, weißt du? Ich habe 60 FPS, dann fahre ich über Station und habe 10 FPS kurz. Es ist ja super dumm. Ja, durch irgendein Gebäude wahrscheinlich, was irgendwie gerendert wird, kostet viel zu viel Grafikleistung. Ja, die Linie, Startziellinie. Ja, wahrscheinlich. Ich fahre auch, ey. Also, Jay auf der 14, nicht mehr allzu weit weg. Wenn mich jemand vom Thron verdrängen sollte, von euch, dann müsstet ihr mindestens Vierter werden. Und ich dürfte keine Punkte sammeln. Das wird sehr schwierig, glaube ich. Oh Gott! Oder ich drehe mich heute einfach. Schnellere Autos kommen näher, ja gar kein Thema. Da sollte man vielleicht nicht durch den Dingens fahren. Die Curbs so hart mitnehmen, das ist vielleicht ein bisschen dumm. Scheiße. Kacke! Und wir nähern uns Lena. Oh, Peter fährt auf weiß? Hast du Frontflügel kaputt? Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich die Box nicht direkt reingeholt habe, ehrlich gesagt, sondern erst eine Runde später. Dann zum Teamkollegen, 19,5 Sekunden. War der grün oder gelb? Orange? Weiß ich nicht. Das ist so wahrscheinlich wegen der Reifen dann. Oh, hier komme ich aber weit nach draußen. Hallo Vettel! Vettel fährt gut in Holland. Das ist gut so. Irgendwer muss ja hier bei Aston Martin die Punkte holen.
Wir haben den doch nur zum Müll einsammeln eingestellt, oder nicht? Genau. Ja. Noch 2 Sekunden auf Lena. Bleib weg! Aber die Schikane kriege ich noch nicht gut hin hier. Mit den hohen Curbs. Die muss ich besser umfahren. Also Curbs sind wirklich böser jetzt in dem Game als im letzten. Ja. Aber je nach Körper, ne? Jeder Curb ist unterschiedlich. Ist entweder super grippy oder Eis. Oh, Eis! Wo Eis? Ich will auch. Da kann man doch sonst immer voll überollern. Oh, chill, chill, chill. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Der scheint ja meine gute Strategie. Etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Ja, der Dreher. Alina, du bist dann die erste von uns. Nein, Jay ist vor uns, ne? Nee, Jay hat sich gerade gedreht. Stimmt, dann Lena ist führende von uns. Oh, shit, 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 shit. No pressure. Hä, können Reifen nicht abfallen? Ich bin schon so oft gegen die Bande gefahren. Gelb hier, Lena. Ja, mal, ich vom Gas gehen, bitte, ja? Klar. Nee, alles gut. Sorry, Leute. War ich. Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car doch nicht rausschicken. Nee, das war nur gelb von mir. Wie soll das Safety Car mal rausschicken? Der hat mir gesagt, es gab einen Zwischenfall, aber die Rennleitung wird das Safety Car nicht rausschicken. Ja, Frechheit. Ja, vielleicht bringt das jetzt was. Alle überrunden mich. Ja, also da kommen ganz schön viele Sparks hinten aus deinem Auto raus, Lena. Ich glaube, du solltest mal in die Box nachschauen. Nee, das muss so. Blaue Flagge. Das muss ich ja noch alles vorbeilassen. Oh mein Gott! Ja, was denn? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Blaue Flagge. Oh, Peter! Oh. Platz zum Überholen. Ah, das ist ein toter Peter. Nee, nicht tot. Nee, tot bin ich nicht. Okay. Aber Holland ist schon deine Strecke, Lena. Kann das sein? Zu diesen Reifen. Ich fahre dich tatsächlich sehr gerne. Die fahre ich sogar gerne im Regen. Die macht echt Bock. Oh Gott! Uff. Tot. Ja, das ist ein Champion, lol. Das ist gar nicht tot. Oh, da sind ein paar blaue Teile geflogen von McLaren. Wird das mal in der Box abchecken lassen, ne? Buh! Oh, oh, fuck! So, da vorne sehe ich Lena. Oh nein, wenn du das schon wieder so sagst, ne? Ich hab. Das ist echt Trauma davon. Leichten Grinsen auf der Lippe. Ja, Safety Car wäre halt echt nochmal gut. Aber wie krass die KI wieder ist hier, ey. Sind etwa eine Sekunde schneller als die. Wir hätten die runterstellen sollen, so eine Scheiße. Ich will nicht sagen, dass ich es gesagt habe. Aber wie dumm gebalanced ist das bitte, wenn auf den Strecken, die so unterschiedlich auf dem gleichen Level sind? Ich hoffe auch, dass das noch gepatcht wird, weil das halt das super nervig schon, auch für die Karriere. Das war schon immer so. Ja, aber. Aber es ist echt extrem dieses Jahr, muss man sagen. Also, wenn du mal guckst, wie ich in Spa gefahren bin und wie ich hier fahre. Ja, aber genau das gleiche Problem, das kenne ich doch aus den anderen Teilen genauso, oder nicht? Ja, aber wenn die dann nicht nur eine Sekunde vorne sind, sondern zwei, ist halt... Die einzige Änderung ist das schlechtere Einstellungsmenü. Ja. Und die Lackierung von den Wagen. Ja, und das ist jetzt Freundschaftsspiel, als weil die bei EA gedacht haben, ist jetzt FIFA. Ja. Ach, ja. Und weniger Strecken, oder nicht? Ja, und weniger Strecken, also ist alles geil. Ja, und weniger FPS ist auch. Also, wir sind mal besser. Ich weiß gar nicht, aber ich finde, beim Rausbeschleunigen hat man mehr Grip. Nee, das kann ich nicht unterschreiben. Kommt drauf an, mit was für einer Traktionskontrolle man fährt, oder? Nee, das ist ihre Differentialeinstellung. Ja, die habe ich auch kopiert, das hat mir auch nichts gebracht. Aber vielleicht brauche ich den Skin, den Lena hat. Da 26 Sekunden vor mir. Kannst du dich nochmal drehen, damit wir wenigstens ein bisschen racen können? Ich hab mich schon. Okay, ja, mach ich. Kein Thema, gerne. Das ist aber auch schon fies, ey. Wir machen jetzt hier den Undercut von Position 18 aus. Da hab ich die rote abgeschossen. Nicht gut. Wir stehen da immer noch 27 Sekunden. Also, ich hab mich hardcore gedreht. Hä? Ich hab mir auch meinen kompletten Frontflügel abgeballert. Was ist denn? Du fährst sogar weg, 28 gerade kurz.
Sicher, dass du auf mich guckst? Jay. Ja, bitte. Bleiben Sie. Nee. Ich werde jetzt gleich schön mit jetzt der ist es auf einmal 25? Hä, ich halt's nicht. Oder vergleicht er irgendwie die Abschnitte erst, die du gefahren bist? Hä? Also ich komme um keine Kurve mehr. Ja, jetzt komme ich dir auch näher, aber gerade als du dich gedreht hast. Ich habe wieder nicht aufgepasst. Das ist auch nicht unmöglich. Ja, ich komme ja in die Box. Extrem näher. Dann muss ich ja gleich langsamer werden für dich. Ja. Das war aber nicht so geplant. So, jetzt haben wir mal eine schnellste Rennrunde hier hoffentlich raus. Bei mir fahren die immer, wenn ich mal immer an die Box fahre, dann kommt da immer super schnell rausgerannt. So, als wenn du so einen alten Stummfilm schneller abspielst, sieht das immer aus. Ulm. Konnte ich mir jetzt schon viermal angucken. Viermal schon? Ich hast drei. Frech. Okay, ich warte dann mal ein bisschen, ne? Das ist ein extra Punkt für denjenigen, der die meisten Stops hat oder so. Ach so. Ja, den würde ich bekommen. So wie bei Mario Party. Oh nein, das war. Ist jemand gestorben? Es gibt auch für die meisten Frontflügel gibt's auch eine Krone, nee, einen Stern ist das, ne? Oh! Was machst du da? Ja! Alter, du! Ach, du Wichser! Weiße fährt links gegen die Bande, prallt nach rechts ab gegen. Eine Krone, nee, einen Stern ist das, ne? Oh! Was machst du da? Ja! Alter, du! Ach, du Wichser! Weiße fährt links gegen die Bande, prallt nach rechts ab gegen. Eine Krone, nee, einen Stern ist das, ne? Oh! Was machst du da? Ja! Alter, du! Ach, du Wichser! Weiße fährt links gegen die Bande, prallt nach rechts ab gegen mich und ballert mich weg. Ich bin nicht über die Bande gefahren. Ich bin über den Curb gefahren und konnte nicht mehr lenken. Der Curb war so hoch, dass ich nicht mehr lenken konnte. Oh Mann, ey. Lecko, Facko. Jetzt hab ich wieder nix. Es tut mir echt leid. Weiße. Ich konnte nicht mehr lenken und auf einmal Kacke. Das war echt scheiße. Es tut mir leid, Sebastian. Junge, schon wieder kein Safety Car. Ich wollte doch mit dir racen. Ja, ich weiß. Das ist auch nett gewesen. Von dir ab. Jetzt wurde ich platt geraced. Mach Peter mal manchmal ganz schön gerne sein Kontrahent. Strategie ändern, ja, rote Reifen gibt mir. Da kommt der auf einmal in meinen Wagen geflogen und bumst mich weg. It's racing! Ja. Ich dachte erst, es wäre Lag oder so. Nee, aber das war krass. Ich bin halt auf diesem Curb gefahren und rechts und links von diesem Curb waren dann meine Reifen und ich bin quasi so drüber geschlittert, wie bei so einem Snowboard-Spiel. Danke. Und konnte nicht mehr lenken dadurch. Ja, komplett mit Unterboden aufgesetzt. Oh ja, Peter, jetzt weiß ich, was du gesehen hast. Ja, die kommen, da hast du richtig rausgedüst. Aber mein Frontflügel, den kann dann nicht in Lichtgeschwindigkeit wechseln. Ja. Jetzt bin ich mitten im Feld. Geil. Das ist doch nice. Das ist echt. Fühle ich mich so, als wenn ich mitten bei Tsunade hier wieder am Zipfel wäre. Den hast du schon gestoppt, ja, ne? Ich hab gestoppt. Scheiße. Mann. Du bist zu weit weg. Safety Car, Safety Car. Dieser kleine Hoffnungsschimmer. Sind schon gestoppt. Lass mich einmal gut sein, please. Einmal. Du musst ja eine Berechtigung haben, dass du hier mitfahren darfst, also. Das hat mit Gutsein nichts zu tun. Echt nicht? Ich dachte, das hat welche. Sepp, wir beide sind auch dabei. Dürft ihr mitfahren. Ja. Weil wir haben alle 0 Punkte außer Felix. Ich wollte gerade sagen, also besser als Jay bin ich ja. Also nicht. Auch nicht. Besser, aber gleich. Ne? Aber Jay ist auch invalide, also das muss man ihm auch anbrechen. Wo bist du eigentlich, Jay, gerade positionstechnisch? Noch 7., aber ich war noch nicht an der Box. Ah ja. Waren die NPCs alle schon an der Box? Die waren gerade. Ja. Okay. Die waren alle und trotzdem nicht so weit weg. Was ist das denn? Ja, Felix, für dich. Oh, jetzt habe ich auch die 10 FPS gehabt, einer Box. Fertig, los jetzt. In der Box? Ja, aber nur in der Box. Ja, vielleicht wenn die da so super fast in the Furious rausgerannt. Kamen die bei dir auch so rausgerannt? Ah, nein! Jetzt habe ich wieder den Bremsklotz da vor mir. Ey!
Wieso drehe ich mich denn hier? Ich beschleunige doch ganz normal aus dieser Kackkurve raus. Ja, Achtung, Achtung, bitte Safety Car. Grüne Flagge. Nee, nur unfähiger Fahrer auf der Strecke. Ach, weil Jay gerade an dir vorbeigefahren ist? Hä? Langsam. Wer zuletzt lacht, Lena, ne? Jetzt, Hochmut. Lena läuft auf einmal. Hochmut! Ja, merkt das schon. Karma! Ja, du gehst eher an mir vorbei. Also. Oder bringst mich gleich um. Oder beides. Also die Curbs sind teilweise echt tricky. Das war gerade ganz kurz vorm Abflug. Mit komplett Opposite Lock. Uiuiui. Oh, mein Gott, scheiße. Also komme ich nicht ran. Jay, welchen Platz bist du? Du bist halt 15. Da. Ist nicht okay. Ich dachte nur, vielleicht ist Sandra jemand. Oh, Sepp. Nee. Lena kann nur geradeaus fahren. Die ist in dem Infield so langsam. Lass mich jetzt trotzdem nicht vorbei. Ja, das ist das Nervige. Oh! Da hätte ich mich gerade fast selbst gekillt und dich. Uiuiui. Oh, ich hab dich so. Oh, Alter, was? Was war das denn? Hä? Lass das Fenster. Der Verstappen ist in da reingefahren. Was ist das denn? Hast du Lena abgeschossen? Nein! Max! Verstappen ist mir voll reingefahren in die Seite! Jawohl, endlich ist meine Order. Ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte, Sepp, Alter, was machst du denn jetzt, als ich den Red Bull da hinter mir quer stehen sehen? Die Red Bull Order hier, um den Alpha Tauri zu supporten. Scheiße. Boah, jetzt hab ich dich. Ja, komm, kommst du dich gegen an. Gönn. Da kommst du nicht gegen an, aus Jays Mund, das ist sofort wieder in Erinnerung. Nee, nee. Von 2015 oder so. Da kommst du nicht gegen an. Nein, nein. Dann doch. Weg von Lena. Warum ist Vettel denn nur noch 13. Junge, du musst doch unsere Punkte sammeln hier für Aston Martin. Ein kleiner Fehler von Lena, ein kleiner Austritt ins Kiesbett und wir sind dran. Und Nazi ist ja gerade ein bisschen aggressiv unterwegs. Oh, Vorsicht. Da würde ich lieber Platz machen. Der ist Führender einer Meisterschaft. Oha, nur 2 Zehntel zwischen euch. Und jetzt hat er DRS. Und Giovinazzi kommt mit DRS ran. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Schnellste Runde bringt einem gar nichts, außer dass irgendeine arme Sau jetzt keinen Punkt extra kriegt. Ja, im KI. Ich hoffe, sie verkraftet es. Ja, ich glaube, dann muss Perez ja auch machen in Silverstone. Nochmal die schnellste Runde klauen. Scheiße, ich muss liften. Oh, stimmt, Sprit. Oh, jo, ich auch. Was? Wie habe ich denn so viel verbraucht? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,7 Sekunden. Man kann es nicht umstellen. Was? Wieso habe ich noch so viel über? Das ist ganz schön nervig jetzt gerade. Nö. Ja. Ich habe noch 1,5 Runden über. Ja, moin. Habt ihr weniger mitgenommen? Wir mit dem Benzin noch aus. Ich hab Standard gelassen. Ungefähr 2 Runden kommen wir noch mit dem Benzin aus. Ich bin noch nicht mal in der drittletzten Runde. Wie viele Minus hast du denn? Minus 40. Also 0,4.
Ja, das wird hart. Kann man aber vielleicht habe ich auch das Problem. Ein Bonus-Heavy. Lift and Coast. Oh, Elena, was man am besten macht, man fährt nur noch im achten Gang. Sepp kann dir erklären, wie das geht. Ja. Da bist du auch nur 4 Sekunden langsamer. 4 Sekunden ist ganz gut. In 3 Runden, dann habe ich sie. Du musst mich selbst noch überholen. Ich bin bei minus 0,7. Was? Oha, Elena, ich komme! Oh, Kacke. Hast du überhaupt Sprit mitgenommen oder hast du... Ich hab das... Das ist eine kleine Trinkflasche. Ja. Oi, oi, oi. Du weißt, wo die Tankstelle ist, ne? Musst du einfach dabei statt Ziel rechts abbiegen. So, ja. Könnte das theoretisch gehen? Nee, ne? Nee. Nein. Nee. Dürfen sie nicht. Also die tanken in der Box, aber das darfst du nicht im Rennen. Mhm. Scheiße, 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 scheiße! Was ist los? Okay, eine Flagge, was mit Jay? Nein! Frau Jay hat Lila. Oh Mann! Egal, Lena muss Sprit sparen. Na los, die Mann, diese blöden Kack-Curbs! Gott, in welchem Gang fährst du? Im zweiten? Nö, siebten. Ich komme halt nicht an, ich werde halt safe nicht ankommen einfach. Also, ich denke schon, also vorbei. Wieso komm ich, hol ich so wenig auf? Sparst du nicht oder was? No! Jetzt hast du, das war aber, da habe ich dir aber Platz gelassen. Eine Menge. Oder? Okay, alles klar. Ja, ich hab's selbst verkackt. Okay. Hä, wo bist du gewesen? Ich hab dich nicht mal gesehen. Das war jetzt aber sehr unspektakulär, das fand ich kacke. Du musst die Augen aufmachen. Ah, da liegt sie. Fahr doch wieder zurück auf die Strecke. Mach ich doch! Du kannst auch Escape drücken und zurücksetzen. Oh. Hab ich nur. Was war das denn? Ich glaube, Peter hat sich auch gedreht. Eda! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, also letzte Runde noch immer minus 1,9. Oder 019. Sepp, du kannst Escape drücken und dich auf die Strecke zurücksetzen. Ja, nee, oh, danke! Nein, hab ich aufgegeben? Nein. Hä, was, wo bin ich? Wieso springst du auf? Offensichtlich nicht am Mikrofon. Nee, das war Rennleitung. Warum auch immer, war der auf Rennleitung? 7,5 Sekunden. Ich dachte gerade schon, ich hätte aufgegeben. Das wäre die falsche Taste gewesen. Ja, wenn du so schnell bist, dann kannst du erst nicht zurücksetzen. Wie sieht's denn spritmäßig bei euch so aus? Minus 005. Plus 1,5. Hast du ja geschafft quasi. Ja. Ich bin. So, das verstand mir jetzt aber richtig am Arsch. Oh, Lena, ich hätte mich echt für dich gefreut, Mann. Latifi gewinnt. Ja, moin. Das hatte ich noch nie, dass es dann irgendwie zu wenig wurde, weil man das ein bisschen runterstellt. Weil ich habe es auch nicht komplett nur auf die genaue Anzahl gestellt, sondern trotzdem immer noch mehr mitgehabt. Ja, ich auch. Aber anscheinend braucht man hier so viel. Und wir sind im Plusbereich, ganz knapp. Also mir wurde früher mal gesagt, ich schalte schlecht und deshalb verbrauche ich so viel Sprit. Das liegt am Diff, Sepp. Ihr kriegt mich beide, oder? Okay, geringer Treibstoff, wir kommen auf Platz 16 Mann, hinter Jane 10 und es ist der Sieg der Mini-Season. Nice, gezählt! Ja, für Giovinazzi, ne? Gezählt an Giovinazzi, stark gefahren! Das stimmt, eigentlicher Gewinner ist Giovinazzi. Also wahrscheinlich, mal gucken. Ja, stimmt, da ist 0 Punkte, Sainz, ne? Wobei Sainz Leclerc könnte auch noch sein. Lena krieg ich noch! Jawohl! Du bist aber trotzdem noch eine Runde hinten! Lappen! Oh, oh Mann. Gott, ey. Oh. Wir sind ja sehr gut. Aber es hat Spaß gemacht, das kann man sagen. Ja. Also auf jeden Fall. Fall. Ereignisreiche Rennen auf jeden Fall. Fahrer des Tages, Kimi Räikkönen. Ja, lieber als Marzipin. Ja, definitiv. Aber Tifi ist auch krass. Oh, das könnte sein. Oh, die Ferraris waren gut. Ja, ja. Wer gewinnt? In der Meisterschaft. LOL! Oh, lol. Gleich schon. Och, der arme Giovinazzi. Oh. Nein, ich hab's weggedrückt, dich Dulli. Oh, wer hat gewonnen? Latifi hat gewonnen. Voll Leclerc mit gleicher Punktzahl. Vor Giovinazzi. Das bitter. Felix 9. Stark. Trotzdem. Ja, danke, danke. Sehr gut, Felix. Gut.
Aber wer ist denn ganz unten? Warte mal, Jay 0, ja, das ist wichtig. Ja, stimmt. Peter, ja, 0, ich bin vor euch. Jay, hey, das ist ja wohl irrelevant. Das ist ja wohl fake. Nee, nee, hier, nee, alle, nee, am Null. Nee. Ja, aber die beste Platzierung entscheidet. Ja, genau. Hä, hey, welche Platzierung denn? Guck mal hier. Ja, was denn die Platzierung? Das ist doch scheiße. Das war auf jeden Fall hier unsere wunderbare Mini-Season. Vielen Dank an die Gäste, die dabei waren. Das hat sehr viel Spaß gemacht und an meiner Stelle gerne wieder. Ja, ebenso. Sehr, sehr gerne wieder. Dankeschön. Und ja, und in der Videobeschreibung sind nochmal alle Gäste verlinkt. Und vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bye.